Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Wir spielen Drüberbrock, oder wie das ausgesprochen wird. Drüberbrock. Drüberbrock oder so. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Aber ich denke mal so ungefähr. Das ist auf jeden Fall ein neues Spiel. Ein Adventure-Click-and-Point-Spiel. Was heute rauskam, am 12. März bei Steam. Für 29 Euro, ich weiß gar nicht, irgendwas mit 29 Euro paar gequetschte. Ja, wie schon gesagt, es ist ein Click-and-Point-Spiel. Ein deutsches Entwicklerstudio. Und da sind auch bekannte Sprecher dabei. Wie zum Beispiel Jan Böhmermann. Und noch so einige andere deutsche Sprecher, die man vielleicht aus diversen Filmen, Serien oder so kennt, mit Sicherheit. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal an. Ich habe schon mal einen Testlauf gemacht, deswegen fangen wir mal komplett neu an, löschen das hier. So, und los geht's. Tja, der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Ja, und da sind wir auch schon. Wir sind, wie es aussieht, bei irgendeiner Tankstelle. Tiny Rock Gas Station. Ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Alter, ich freue mich so dermaßen auf das Spiel. Endlich ist es auch soweit und kannst. Mein Vater hat immer gesagt, das Schaufenster ist die dritte Haut des Inhabers. Dann darf man bei mir die Fenster nicht angucken. Terra Incognita Scenic Highway. Nächster Ort, Longshot by the Sea. Klingt vielversprechend. Kein Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Keine Chance. Nicht ohne Sprit und Kühlwasser. Mit der Zange komme ich hier auch nicht weiter. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Hanseneiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Alles mal anklicken. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Gucken wir mal, wer da ist. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Die Stimme ist auch so geil. Bitte lassen Sie mich rein, ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Steuerfahndung, aufmachen. Essen auf Rädern, Ihre Bestellung. Ja. Niemand zu Hause. Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Keine Chance. Zugefroren.
als ob es hier jemals regnen würde. Ein versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Okay, wir haben schon mal einen Schlüssel. Und damit geht's doch bestimmt hier rein. Oder etwa nicht? Passt. Das war irgendwie zu einfach. Ja, gehen wir mal rein. Ganz schön finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Gibt's denn hier irgendwo einen Lichtschalter? Sind alles Kabel? Hier hinter auch nicht. Ich sehe gerade keinen Lichtschalter. Was haben wir denn hier so alles? Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild. Ich kann es gerade nicht so richtig erkennen, was da drauf ist. Gucken wir einfach mal nach. Ein versteckter Schalter. Das muss der Hauptschalter sein. Ah, sehr schön. Hammerlicht, was kann man damit machen? Stromkabel. Zip. Was? Wie jetzt einfach? Okay. Was bringt mir das? Gar nichts, okay. Was haben wir denn hier für Bilder? Damit würde ich hier draußen keine 5 Meilen weit kommen. Ich kenne das Bild. Daytona Beach Race 58. Was für ein Ereignis. Die Landschaft auf dem Bild erinnert mich irgendwie an zu Hause. Ein Foto von einem Büffel. Was würde ich jetzt geben, um dort zu sein? Haben wir denn sonst irgendwas hier? Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. Kirschkuchen. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Oh, lecker, Kirschkuchen. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm, nein, danke. Ziemlich angestaubt. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Bisschen ab vom Schuss. Können wir das angucken? Nee, ne? Gibt's denn hier noch alles? Ziemlich angestaubt. So, das hatten wir ja schon. Was kann man anklicken? Gucken wir erstmal ein bisschen rum. Was hier so ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Okay. Was kann ich damit machen? Das ist ein Grill? Ah ne, eine Musikbox. Schon wieder dieser gruselige Song. Ich glaube nicht, dass das Copyright geschützt ist, so wie das Lion tut. Ja. Was gibt's denn hier sonst noch? XXL, ohne Nachfüllen.
Okay, nimm mal einfach mal Müll mit. Vielleicht kann man es ja gebrauchen. Schränke kann man nicht aufmachen. Hier habe ich schon alles angeklickt. Die Musik, oh geil, ey. Kann man auch nicht mal ausmachen. Einmal angemacht, ist vorbei. Was ist das denn? Unser Staub. Okay. Ja, gut. Aber hier gibt es ja nichts, ne? Hier drin. Ich kann nichts irgendwie. Irgendwas machen. Gut, gehen wir mal raus. Vielleicht können wir hier draußen irgendwas machen. Wir brauchen Sprit, hat sie gesagt. Damit geht's ja nicht. Ein Kurzschluss und mir fliegt alles um die Ohren. Okay. Das würde auch nicht funktionieren. Mein Vater hat immer gesagt. Okay. Ändert sich nichts. Aber was kann man denn hier machen? Eiskalt. Genau was ich brauche. Okay, wir haben Wasser. Also wir können schon mal den Motor kühlen. Kühlwasser haben wir. Hier, deine wohlverdiente Abkühlung. Das hätten wir. Wir brauchen aber Sprit. Und da kann man ja nicht einfach. Jetzt funktionieren sie wieder. Schön austrinken. Ah, du bist okay, ja halb verdurstet. So. Sonst gibt's ja hier nichts, ne? Nö. Ich wüsste jetzt nicht, was hier wäre. So, das hätten wir. Los geht's. Fahren wir mal weiter. Nun komm schon, spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. Oh, was ist jetzt los? Hast du euch das Spiel verabschiedet oder was? Das wäre schade. Nichts passiert. Haben wir schon den ersten Bug gefunden? Ich hoffe mal nicht. Ich kann hupen mit der Maustaste. Aber sonst passiert gar nichts. Ja, das war's. Geht nicht mehr. Wieso? Was ist passiert? Es ist einfach stehen geblieben, mittendrin. Ich kann hier auch nichts machen. Ich kann es nicht beenden. Abbrechen. Oh, warte mal. Oh, was ist denn hier los? Ja, laut. Oh mein Gott.
Was war das gewesen? Wieso hatte ich den Hänger gehabt? Deutschland, 1967. Ein alter VW. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Tja, weg ist er. Beverly, ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war, warum es stehen geblieben ist, ein Hänger war, ich habe keine Ahnung, dass das mit OBS zu tun hatte oder mit dem Spiel selbst. Kein Plan. Ja, es funktioniert auf jeden Fall immerhin. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Das hier ist auch der Hauptcharakter. Ich weiß jetzt nicht, wie der Synchronsprecher heißt. Das habe ich keine Ahnung. Ah ja, hier bin ich. Hört sich auf jeden Fall gut an und passt auch, finde ich, irgendwie zu dem Charakter hier. Gucken wir mal, wann der Bus fährt. Die Bushaltestelle, mein Tor zur Außenwelt. Sieht kalt aus. Wieder läuft. Da ist der Lack ab. Tretbootverleih. Eine Stunde, eine Mark. Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen. Merkwürdig. Nicht so bloß. Das steht hier. Ich frage mich, was das ist. Gehen wir mal weiter. Nach kurzem Fußmarsch den Ort erreicht. Trüberbrook. Ein beschauliches Dörfchen. Wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Kann ich denn hier so alles machen? Da hätten wir ein Tor. Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alte Nachbarschaft. Okay, Gartenzaun. Das ist ja eine komische Katze. Fuchs. Das ist womöglich das Wahrzeichen des Ortes. Typisch deutsch. Die Häuser sehen auch so genial aus mit den Fachwerkhäusern. So richtig typisch deutsch halt, ne? So alte Dörfer. Sehr geil aus. Gefällt mir sehr gut.
In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke, tote Oma. Lecker. Würde ich alles essen. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbius Palast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Das muss meine Unterkunft sein. Okay. Ist das Hotel? Kleinanzeigen, Aushänge, Bekanntmachungen. Bald findet ein Dorffest statt. Aufregend. Gut, gehen wir mal rein. Abend. Hey. Keiner da, wa? Sieht nicht so aus. Das Menü des Tages. Nichts. Ziemlich viele Angeln haben sie hier. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Nee, eins fehlt. Hier. Ein Schlüssel fehlt. Steht da. Für Service bitte klingeln. PS. Draußen nur Kännchen. All diese schönen Menschen. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Was steht da? Musiker. Kenne ich alles nicht. Geil, hat dreimal schon die Welt gerettet. Aber doch niemand wird es erfahren. Okay. Da geht es zu den Zimmern. Wo sind denn alle? Ich habe hier eben noch jemanden gesehen. Irgendeine Idee? Probier's einfach nochmal. Machen wir noch mal. Hallo? Ich gebe nicht auf. Ding. Guten Abend. Sie wünschen? Für mich ist hier ein Zimmer reserviert. Das Gewinnspiel? Sie wissen schon. Ich habe den Aufenthalt gewonnen. Gewonnen? Wie gewinnt man einen Aufenthalt in Trüberbrook? Tja, also, ich kann mich selbst gar nicht daran erinnern, bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben. Aber ich habe diese Gewinnbenachrichtigung bekommen. Wie war nochmal der Name? Wie heißen wir denn eigentlich?
Heißt mir Hannes Tannenberger oder wie? Tannhauser. Elevenhauser. Dr. Hans Tannhauser. Ja, richtig, hier steht's ja. Ah, okay, so heißen wir. Mit Doktor. Und sagen Sie, ist das Zimmer auch ruhig? Aha. Brauchen Sie es denn ruhig? Ich arbeite an einem Text und könnte etwas Ruhe gebrauchen. Text? Sind Sie ein Schriftsteller oder sowas? Nein, sag mal nicht. Wir sind Physiker, soweit wie ich weiß. Ich bin Physiker. Ich schreibe gerade eine Abhandlung über Quantenphysik. Macht ja nichts. Heute Abend ist das große Dorffest. Da könnte es etwas lauter werden. Aber ansonsten ist hier von der Lautstärke her nichts zu befürchten, sag ich mal. Hier ist dein Schlüssel, Dr. Tannhauser. Ich bin übrigens Trude. Sagen Sie, wo sind eigentlich all die anderen Gäste? Sagen wir mal so. Die Saison in Trüberbrook ist schon vorbei. Mir scheint, als wäre die Saison schon länger vorbei. Wie die alle hier reingucken in die Kamera, zu geil, ey. Dunkel, Nacht. Tannenhaus trifft einen Fremden. Tannenhauser oder so, ne? Wer ist das? Oh. Bitte, du musst mir helfen. Ist der Typ gerade mit meinen Aufzeichnungen verschwunden? Beverly, etwas Ungewöhnliches ist passiert. Ich hatte einen ungebetenen nächtlichen Gast in meinem Zimmer. Jetzt ist er verschwunden. Ich nehme die Verfolgung auf. Was war denn das gewesen? Irgendwie schrullig, sich tote Tiere an die Wand zu hängen. Den Schrank hat der Dieb jedenfalls nicht durchsucht. Gruselig. Eine Art Seeungeheuer. Muss sich um eine lokale Legende handeln. Lokale Legende. Draußen sieht es ungemütlich aus. Lieber nicht, sonst regnet es rein. Was für ein Chaos. Ich will den Tatort nicht verändern. Ich will jetzt nicht zurück ins Bett. Ich habe eine Mission. Was ist das für ein Glibber? Okay, sonst gibt's nichts. Gehen wir mal raus. Wo ist der Typ hin? Der ist ja... Ah, okay. Der ist ja einfach verschwunden. Wo ist er hin? Haben wir ja schon alles gemacht. Gehen wir mal raus. Finstere Nacht. Im fahlen Licht der Sterne scheint das Dörfchen nur aus zackigen Schemen und Einsamkeit zu bestehen. Da steht die eine. Kann man aber nicht anklicken. Sonst... Ah, hier. Eine Glibberspur. Der Dieb muss sie hinterlassen haben. Die Spur führt weiter nach oben ins Dorf. Psst. Na? So spät noch unterwegs? Jemand war in meinem Zimmer. Kaum hier und schon heimliche Verehrer? Nein. Ein Dieb. Glaube ich. Ich habe hier zwar niemanden gesehen, aber wenn ich du wäre, würde ich vielleicht diesen ziemlich auffälligen Fußspuren folgen. Da hast du wohl recht. Entschuldige mich bitte.
Die Situation wird zunehmend ärgerlicher. Ich bin dem Dieb meine Aufzeichnungen in eine Art Sackgasse gefolgt. Und nun ist er verschwunden. So stehe ich hier am anderen Ende der Welt, meine Aufzeichnungen beraubt. Ich frage mich, wer zum Geier eine Abhandlung über Quantenphysik klauen würde. Das frage ich mich auch. Der war auf jeden Fall nicht normal gewesen. Wundert euch nicht, dass ich da im Moment wenig rede. Ich höre mir das auch gerade gerne zu, was die sagen. Wenn ich nicht irgendwie mal dazwischen reden. Was kann man denn hier machen? Reden wir einfach. Ob sie was über den Dieb weiß? Reden wir mal. Willst du eine gruselige Geschichte hören? Angeblich gab es hier in den Bergen einen protogermanischen Kult. Und die haben zu den Geistern hier in den Wäldern gebetet. Vielleicht ist dein Besucher ja so ein Geist. Böser Geist. War nicht wirklich ein Geist. Dachte ich mir. Böse Geister? Ach Quatsch. Wie war nochmal dein Name? Tannhäuser? Tannhäuser? Ich bin Gretchen. Ich bin Anthropologin. Gretchen. Rein zufällig sind diese alten protogermanischen Kultstätten mein Spezialgebiet. Irgendwo in der Nähe soll eine davon sein, ich konnte sie aber noch nicht finden. Gretchen. Hallo. Das ist ja schön und gut, aber was mache ich jetzt bloß ohne meine Aufzeichnung? Weißt du was? Ich helfe dir, den Dieb zu finden. Wie es aussieht, hat er sich mit der alten Seilbahn in die Berge davon gemacht. Zufälligerweise muss ich auch dahin. Naja, du bist doch auch Wissenschaftler. Du kommst jetzt mit und hilfst mir suchen. Nach meiner Kultstätte. Wer weiß, vielleicht findest du ja auch deinen bösen Waldgeist mit Interesse für Quantendingsbums. Eine Hand wäscht die andere. Also, was sagst du? Kommst du mit? Ja, ich würde mal ja sagen, oder? Ha, ich wusste doch, dass du Lust auf ein Abenteuer hast. Bist du Startler? Ich bin Startler. Morgenstund hat Gold im Mund und so weiter. Wir müssen einen Weg den Berg hinauf finden. Am einfachsten wäre es, die Seilbahn zu nehmen. Das hat sich wahrscheinlich auch unser Freund gedacht. Ganz in Ordnung sieht die Seilbahn aber nicht aus. Ach, die kriege ich schon wieder hin. Kapitel 1. Willkommen in Trübenbrock. Kriege ich nicht hin. Der Hauptschlüssel fehlt und wir haben Marderschaden an der Hauptleitung. Ob das der Dieb gemacht hat? So, Vorschlag. Ich halte hier die Stellung und versuche mein Bestes. Schau du dich doch mal unten im Ort um. Wir brauchen den Hauptschlüssel für die Seilbahn und wir müssen irgendwie diese kaputte Hauptleitung überbrücken. Kannst du dir das merken? Ich versuche es mir zu merken. Los geht's. Das wird sicher ein Spaß. Was soll man mitbringen? Hab schon wieder alles vergessen. Irgendwas mit dem Kabel. Das konnte ich mir noch merken. Man kann über das ganze Tal schauen. Was sich am anderen Ufer befindet, bleibt ein Geheimnis. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Man muss eine Münze einwerfen. Aber keine. Ein Aussichtspunkt weiter oben im Ort bietet einen herrlichen Ausblick über das ganze Tal. An die Reling gelehnt, die Nase im Wind, kann ich den Blick bis zum anderen Seeufer und in die Berge schweifen lassen. Das Förderseil der örtlichen Seilbahn scheint intakt zu sein, wenngleich es jede Form von Gondeln oder Förderloren vermissen lässt. Ein Geruch von Öl und Erde liegt in der Luft. Es leuchtet rot.
Man braucht wohl erst einen Schlüssel, um die Anlage starten zu können. Genau, du Superhirn. Hast du schon im Dorf rumgefragt, ob ihn jemand hat? Ach stimmt, wir sollen das Kabel retten, sag ich schon. Starkstrom. Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen. Das Kabel reparieren und den Schlüssel besorgen. Alles okay? Hast du Hirnschäden? Geil. Wie bekannt haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Okay. Ich frage mich, was das ist. Das ist eine Wetterstation. Also, ne, so eine Messstation, denke ich mal. Vermutlich. Man kann über das ganze Tal schauen. Nein. Was sich am anderen Ufer befindet. Das hatten wir schon. Verschlossen. Hochspannung. Lebensgefahr. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen. Okay, haben wir einen Karton. Sehe ich denn das, was ich bei mir trage? Ah, so kann man nachgucken, was man anklicken kann mit Leertaste. Sehr interessant. Brauche ich nicht mal zu suchen. Hallo? Jemand da? Was war das? Okay, sonst haben wir Nessie, kann man noch. Hey, was guckst du denn so, Professor? Hi. Hey. Und? Seit wann bist du so hier? Vorgestern. Kommt mir aber länger vor. Und erst der Nahverkehr. Service Wüste Deutschland. Aber wie bist du dann hierher gekommen? Individualreisen. Mit dem Motorrad natürlich. Wie bist du überhaupt auf Trüberbrook gekommen? Ich habe vorher noch nie was von dem Nest gehört. Aber ich bin ja auch nicht von hier. Ich habe schon länger versucht, den genauen Ort für diese Kultstätte zu lokalisieren und als ich ihn gefunden hatte, habe ich mich sofort auf die Socken gemacht. Die Leute hier sind nett, aber schon noch ein bisschen seltsam, findest du nicht? Ja, ein bisschen. Jetzt, wo du es sagst? Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Du kommst also aus den Staaten, hm? Aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wo genau? Woodinville, Washington. Nie gehört. Irgendwas Größeres in der Nähe? Seattle. Schon mal davon gehört? Ah ja, das kenne ich. Da bin ich mal lang gekommen. Du warst in den Staaten? Ja, einmal. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Eigentlich war ich für eine Konferenz in New York City da, aber dann habe ich ein paar Leute kennengelernt und bin länger geblieben. Länger? In New York City? Na, nicht die ganze Zeit. Kleiner Roadtrip. Erst die Neuengland-Staaten, Boston, Waterville, bis rauf zum Moosehead Lake, Mount Katahdin und so weiter. Dann durch Kanada und den mittleren Westen, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago, immer weiter und weiter. Dann Washington State, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Oregon, runter nach San Francisco. Oh, das waren noch Zeiten. Hui. Ja, da bist du ziemlich sicher an Seattle vorbeigekommen. Nee, das glaube ich nicht. Und da studierst du? Nein, studiert habe ich an der Ostküste, an der Cornell, Ithaca. Bei Dr. Schrödinger. Sagt er dir was? Ah, na klar.
Ach so, deshalb der Austausch hier nach Deutschland, verstehe. Austausch? Nein. Eigentlich ist das Zufall. Ich habe die Reise gewonnen. Gewonnen? Frag mich nicht. Ich habe an keinem Gewinnspiel teilgenommen. Interessant. Aha. So, so. Was ist denn daran interessant? In Trüberbrook habe ich Gretchen kennengelernt. Sie ist auch Wissenschaftlerin. Gretchen hat, wie sie mir erzählt, in Wien Anthropologie studiert. Könntest du dich auf unsere Aufgabe konzentrieren? Kann man noch was mit dir reden? Hey! Was der Dieb wohl mit meiner Abhandlung will? Kann nicht der Hellste gewesen sein. Wer soll sonst eine Abhandlung über Quantenphysik klauen? Wegen der Seilbahn. Kurze Frage. Wofür brauchen wir nochmal den Schlüssel? Wir brauchen den Hauptschlüssel, um die Seilbahn überhaupt zu starten. Frag doch mal unten im Ort. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ja, was ich noch fragen wollte. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Okay. Denk dran, wir müssen noch die Seilbahn in Gang bringen. Gut. Das war's, ne? Sonst haben wir alles. Ja. Gehen wir mal runter ins Dorf. Opa mit dem Helm, ey. Oh, sehr nice. Aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, hier kann man nachgucken, was das alles ist. Ah. Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Da hängt ein Kleiderbügel an der Leine. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Okay. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Was gibt's denn sonst? Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Seien Sie vorsichtig, der Tisch wackelt ganz schrecklich. Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Es ist ein Trauerspiel, wie der Ort, wo die Hunde geht. Alles geht den Bach hinunter. Genau wie dieser wackelige Tisch. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Ach, fragen Sie nicht. Selbst der Cognac will mir nicht so recht schmecken, so wie dieser grauenhafte Tisch immerfort wackelt. Okay. Guten Morgen. Der Herr. Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. Er macht mich noch wahnsinnig. Guten Morgen. Der Herr. Ach, schon gut. Okay. Mit dem kommen wir auf jeden Fall so nicht weiter. Es ist das Fenster zu meinem Zimmer. Kann man mit dem Tisch irgendwas machen? Bleiben Sie lieber auf Abstand. Der Tisch wackelt. Okay, er wackelt. Oh, wir können auch schneller laufen. Was ist denn damit passiert? Hilarius der Unberatene, Markgraf von Trüberbrook, Bezwinger des Drachen, Retter von Trüberbrook, ja, im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Sieht aus, als hätte hier letzte Nacht der Blitz eingeschlagen. Sieht immer noch stabil aus. Okay. Sonst ist alles das Gleiche, ne?
So, dann fragen wir doch mal ein Hotel an Schlüssel. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Tenhauser. Ich möchte einen Raub melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ein schönes Etablissement haben Sie hier. Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren. Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen, aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter. Als einziger Gast habe ich mich gefragt, wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt. Ihre Tochter schaut wohl gern fern, hm? Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste. Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf. So ein Unsinn, oder? Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert. Am Ende hat der Tauge nichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert und sich aus dem Staub gemacht. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Bolzenschuss. Können Sie mir sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks, Philanthrop und Kunstmäzen. Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben. Naja, jedenfalls, als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat, ließ ihn auch die Baronin allein und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück. Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen. Wonach wurde dort geschürft? Eine alte Silbermine. Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte. Ist schon ein paar Jahre her, damals, als es noch Arbeit genug für alle gab. Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen und dann einfach dicht gemacht. Und warum haben Sie das Bergwerk dicht gemacht? Na, da gibt's die wildesten Spekulationen im Ort. Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden. Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter. Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser. Aber keiner weiß, was genau ist. Wenn Sie mich fragen, ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat. Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben. Sehen Sie ja selbst. Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Die haben Verbindungen bis ganz nach oben, wenn Sie wissen, was ich meine. In die höchsten Gefilde der Macht. Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort. Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau. Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden. Wer weiß das schon so genau? Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen. Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Trude? Machen Sie mir ein Pilzbier, bitte. Sekunde, Professorchen. Hier, ein Bierdeckel. So, zum Wohl. Wo ist denn hin? Oder? Alter, auf Ex. Alles klar. Wie die guckt. Die ist auch so geil, ey. Noch mehr Bierdeckel.
Ah, ein blaues und ein rotes. Okay. Was haben wir denn hier? Woche 35. 40 Pfennige. Ach ja. Das waren noch Zeiten gewesen. Mit der D-Mark. 1998. Nee, 998 Jahre ist Trübenbrock. Ich hoffe, ich sag das richtig. Ein wundervolles Fest für einen wundervollen Ort. Unser geliebten Trübenbrock. Ortsversteher, was? Ortsvorsteher J. Bierschock. Bierschock. Okay. Was steht denn hier? Oh, hier ist was angemalt. Den 1. September. Was steht denn hier? Trübenbrock. Im Jahre 969. AD, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, wurde unser schönes Dorf zum ersten Mal grundsätzlich erwähnt. Während wir gemeinsam den großen 1000 Gegenfieber, was? Gegenfiebert, immerhin eine fast rundum Geburtstag, den man gern feiert. Der Trübenbrocker. Trüben. Oh Gott, ey, der Name. Trübenbrock. Trockbrock. Trübenbrock. Bla 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 und so weiter. Wickmeister. Okay, also hier steht nur mit dem Fest. Neuer Busfahrplan. Trübenberg. Nee. Trüben. Ach, keine Ahnung. Alle Jahre wieder kommt der Herbstfahrplan. Wundert euch nicht, dass ich da nicht so viel jetzt hier mir das alles, also dass ich das jetzt laut vorlese. Weil ich bin Legastheniker, daher ist das für mich, sag ich mal, laut vorlesen sowieso schon ein bisschen schwieriger. Was steht denn sonst noch? Gar nichts mehr, okay. Was haben wir denn sonst noch hier? Eine Tür? Wo diese Tür wohl hinführt? Verschlossen. Sie sieht konzentriert aus. Science Fiction. Irgendwas mit Raumschiffen. Bitte nicht da stehen. Entschuldige, war keine Absicht. Was guckst du denn da? Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda. Du lebst wohl hinterm Mond. Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen. Dabei fällt mir auf, ich habe dich noch nie hier gesehen. Bist du auch aus einer anderen Welt? Nicht direkt. Mein Name ist Hans. Ich komme gerade aus Berlin. Hallo Hans, ich bin Leni. Meiner Mama gehört das Gasthaus. 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega 3 gestrandet. Ist Berlin auch im Sternensystem Omega 3?
Omega-3 sind Fettsäuren. Ach, so ein Quatsch. Commander Aurora, die Stark-Übernätigerin, sucht einen Weg nach Hause. Und was ist dein Beruf? Bist du auch Stark-Übernätiker? Ich bin Quantenphysiker. Quanton was? Ich werde jedenfalls Stark-Übernätigerin. Nur Commander Aurora kann mit ihren Space Beams die bösen Rulonier in Luft auflösen. Und habt ihr Berlinalia auch besondere Fähigkeiten? Kannst du auch Sachen verschwinden lassen? Ich glaube, die Kleine guckt wirklich zu viel Fernsehen. Ich kann Unmengen von Süßigkeiten verschwinden lassen. Das kann ich auch. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten. Wir setzen das Programm nach der Reklame fort. Mein Onkel konnte auch Sachen verschwinden lassen. Ich weiß auch wo, aber ich darf es keiner Menschenseele sagen. War dein Onkel Zauberer? Zauberer? Sowas gibt es doch gar nicht. Was muss ich tun, damit du es mir verrätst? Da fällt mir nur eins ein. Kannst du beweisen, dass du kein Erdling bist? Ich lasse mir was einfallen. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Uhr? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase. Ein Teil der Farbe blättert ab. Irgendwie poetisch. Da sitzt eine Made. Die fühlt sich richtig wohl. Das Essen würde ich auf jeden Fall nicht mehr essen. Moderne Küche. Mad Eagle, Toast Hawaii, Käsespießchen. Sieht ein bisschen oll aus. Ich rette dich, kleiner Freund. Man serviert hier im Ort gerne deftige Hausmannskost. Wie mir auffällt, haben ein paar Maden hier ein schönes Zuhause gefunden. Okay. Ich möchte das Buffet nicht einpacken, aber ich liebe Käsespießchen. Ah. Notiz an mich selbst. Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Die Dose muss vom Tisch gefallen sein. Okay. Haben ein paar Sachen aufgehoben. Ja. Ich würde mal sagen, ich mache mal hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen kommt auf jeden Fall die nächste Folge. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über einen netten Kommentar würde ich mich freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.